Hallo und willkommen zurück im Stadtbauprojekt. Ich habe gesagt, ich werde das Häuschen fertig bauen und einrichten. Ja, eingerichtet ist es. Fertig ist es auch. Nee, Scherz. Weiter bin ich noch nicht gekommen. Da mit dem zweiten Stock habe ich, also ersten Stock eigentlich, habe ich jetzt angefangen. Bin heute mit dem Häuschen fertig geworden. Habe ihm noch einen schönen Balkon spendiert, um die Aussicht ein bisschen zu genießen. Wenn ich die Chunks höher stelle, dann sehen wir auch die Windmühle. So, jetzt sehen wir die Windmühle auch. Hier geht's hoch und das Dachgeschoss. Eine Katze. Ja, hier ist auch noch nichts eingerichtet, wird so eine Art Lager werden für die Familie, die mal hier wohnen wird. Das heißt, ich werde hier viele Truhen aufstellen. Erdgeschoss ist schon eingerichtet. Hier ist schon ein schönes Wohnzimmer entstanden. Schöne Tische mit schönen Stühlen, ein schöner Läufer. Beim Eingang bis hierhin. Hier auch nochmal ein schöner Teppich, der ein paar Erhebungen und Senkungen hat durch Teppich und durch Wolle, die darunter liegt. Hier noch eine kleine Kochinsel und eine kleine Kochecke und Schränke. Ein paar Stellagen an dieser Seite und hier an der Seite auch nochmal eine kleine und ein paar so kleine Beisteller und zwei Sessel vorm Kamin, das Fernsehen von früher. Und das war's eigentlich. Mehr hat sich nicht getan, außer dass ein paar Bilder hängen. Bilder, also Paintings, werde ich noch ein paar machen. Schaut mal, was ich da vergessen habe. Ja. Und die sind ungefähr so, wie Pflanzen bei mir werden. Knusprig und braun. Den grünen Daumen hat meine Frau bei mir in der Familie und nicht ich. Das Einzige, was bei mir lebt, ist mein Kaktus. Und da bin ich mir noch sicher, ob der überhaupt noch lebt. So, was wir heute bauen, ist eine Unterkunft für die Kollegen hier. Das heißt, wir fangen schon ein bisschen mit den Farmtieren an, wie ich es gesagt habe. Hühnerstall, Schweinestall, Pferd weiß ich nicht, ob ich mache, Kühe, Schafe und alles, was man so braucht. So, wir haben hier eine Fläche von 5x5, also 1, 2, 3, 4, 5 dazwischen frei, falls ihr es nachbauen wollt. Und wir gehen 5 in die Höhe. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Zack. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. So. Setzen wir uns hier Planken. Ja. Und hier auch. Dazwischen legen wir jetzt Slabs, deswegen habe ich mir einen Haufen Slabs gemacht, bevor ich da jetzt runterfall. Jetzt ich die ersten und mache gleich mal wieder Mist. Wenn ich meine Axt benutzen würde, würde es schneller gehen, wir wissen es. Das ist so eine Marotte von mir. Nee. Jetzt packe ich sie aus. Ist zwar eh schon fast kaputt, aber jetzt packe ich sie aus. Dann gehen wir hier ein zweites in die Höhe. Welches Holz nehmen wir jetzt hier? Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ich kurz zur Crafting Box, ich muss ein bisschen was ablegen. Brauchen wir auch nicht.
So, jetzt brauchen wir die hier. Ganzen Batzen voll. Das wird größtenteils mit Slabs gebaut, gerade mal bei der ABC. Jetzt ist mir runtergefallen. Bei den Wänden kommen volle Blöcke zum Einsatz. Ist sowas nicht gedacht. Aber jetzt passt es mir hinter. So, hier an den Seiten. Machen wir. Ich schaff's wirklich immer wieder. Bis auf ein kleines Loch. Hier sollen die Hühnerleitern hin. Da sollen sie jederzeit raus können. Ist mir das Holz ausgegangen. Gott sei Dank gibt es da hinten Bäume. Sehr viel mehr werde ich auch gar nicht brauchen. Ah, nehmen wir noch einen zweiten Baum zur Vorsorge. Wer weiß, was mir noch einfällt. Ja. Mit dem Block, den keiner mag, ne? Ich find's schick. Und bei so Holzbauten, wenn man da spielt mit den Farben, die das Holz so hat, vor allem Birke, Eiche und was gibt's noch? Schwarzeiche. Akazie existiert für mich nicht. Dschungel, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So, hier machen wir es so. Und hier machen wir dann. Erstmal machen wir hier zu, komplettamente. Sollte ich dann aber die Tür ein bisschen höher machen, oder? Nee, passt schon so. Das passt, so wie es ist. So, jetzt setzen wir hier überall einen Zaun drauf. Dann werde ich mal meine Gerüstblöcke auspacken müssen. Jetzt müssen wir ein bisschen tricksen. Also die werden mich immer ärgern, die werden mich immer ärgern, ich weiß es. So, da habe ich gar keine mitgenommen. Es wird eh gerade dunkel, wir gehen schlafen. Es will einfach nicht, dass ich einen Bau an einem Tag bzw. Minecraft-Tag beenden kann. Und schon ist wieder hell. Legos Nächte sind kurz. Und ich gehe immer an die falsche Box. Das ist normal. So, dann können wir gleich wieder selbst machen. Diesmal diese hier. Für das Vordach. Dann können wir auch gleich diesen Hiesen machen. Für das Hauptdach. Alles Dach. Dann habe ich 40 von denen. Machen wir die auch noch. So. Dann ein paar von denen hier. Als Hühnerleiter. Und weiter geht die wilde Fahrt.
So, dann ziehen wir denen mal ein Schädel ein Dach. Jetzt kann ich wieder rauf. Und dann hier an der Seite einen Unterhalt. Ich nehme wieder raus. Da. Dann zwei Oberhalb. So. So was nicht geplant. Und einen ganz oben. Und dann stelle ich fest, dass ich mal wieder zu wenig Material gemacht habe. Aha, sieht mir wieder ähnlich. Au. Und das Ganze, glaube ich, will ich noch einen nach vorziehen. Das will ich garantiert. Damit die Hühner ein schönes Vordach haben. Nur das Beste für die Hühner sind Freilandhühner. Imposant ist es ja schon, ne? Aber hier irgendwas muss ich mir noch einfallen lassen mit der obersten Ebene, das ist mir zu glatt. Da muss ich nochmal dran. Ach, ich hätte ja eh welche. Das haben wir nicht gesehen. Wir verbuchen es als Leo, hat gar nichts gesagt, gar nichts gemacht. Passt schon so. Alles tut die Paletti. Das könnt ihr übrigens auch wie ein Tutorial behandeln, also kann man jederzeit nachbauen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schwierig. So, jetzt brauchen wir noch die Hühnerleitern und dann brauchen wir noch ein Dach für die Kollegen hier und dann sind wir eigentlich schon fast fertig wieder. So, eins hier, eines hier die Leiter, die auch schön nach unten können. Und damit sie uns hier hinten nicht hinlaufen, habe ich mir die hier mitgenommen. Ihr könnt auch Zaun reinlegen, wenn ihr wollt, aber ich will die. Könnte man hier auch legen, aber hier können sie nicht runter. Somit ist das schon mal ein bisschen gegen abhauende Hühner oder Hühner, die da nicht hin sollen, geschützt. Jetzt werde ich hier noch eins in die Höhe gehen und dann geht mir garantiert die Stämme aus. Nicht nur garantiert, sondern ganz sicher. Und wir gehen schon wieder zurück. Aha. Mit meiner Verwirrtheit müsst ihr klar kommen. Das gibt's gratis dazu. Das ist ein Prädikat. So. Jetzt aber. Chickenman würde sich freuen über so ein Haus. Ich habe auch mal so ein kombiniertes Hühnerhaus bzw. Farmhaus gebaut, wo alle Hühner, Schafe etc. pipapo untergebracht waren. Kam nicht so gut an. Ich weiß nicht wieso. Es sah gut aus, aber wahrscheinlich weil das Tutorial über 6 Stunden hatte. Wollte wohl keiner nachbauen. Ihr wisst, meine Bauten sind immer ein bisschen größer, vor allem wenn ihr zum Beispiel den Tempel gesehen habt, den gibt es am Donnerstag zu sehen. Sind erst ein paar Minuten zusammen für den Server, aber entweder Donnerstag oder Samstag. Aber er ist zumindest schon fertig, so viel kann ich euch sagen. Das Endportal steht auch schon wieder.
Und das ist jetzt hier nichts Besonderes. Das ist ein ganz normales Standarddach, wie es jeder kennt. Da ist nicht viel getrickst. Das werde ich aber auch jetzt nur andeuten und dann alleine fertig bauen. So, ich muss jetzt mal kontrollieren, wie weit sind wir jetzt eigentlich. Wir sind eigentlich so weit, dass wir den Zaun legen könnten, damit die Hühnerchen einziehen können. Ja, oben zuziehen, dann mit welchem Block ihr auch immer wollt. Wir machen das jetzt auch fertig. Ah, die letzten Folgen waren so kurz. Machen wir ein bisschen länger heute. Ich könnte aber auch... Das machen wir jetzt auch. Passt auf. Wir machen mit denen hier die Außen. Und mit innen hier machen wir den Innenbereich. Wegwerfen will ich es eigentlich nicht. Genügen 28 nie im Leben. So, nochmal die ganze Chose. So, jetzt haben wir auch alle verbraucht und mit Sicherheit genug. So, entweder ist hier eine Katze am Spielen oder ein Kind. Zumindest Knackgeräusche. Die kommen von der Treppe. Ah. So, da sind wir wieder. Die Kinder hatten Besuch von den Katzen. Mit dem getigerten Kater habe ich schon so meine Probleme. Der hat nämlich Kaffee für sich entdeckt. Das ist aber mein Kaffee. Das da über mir, wenn ich es gehört habe, das war ein Elefant. War kein Kind. Da. Mach mal zu hier. Dann seht ihr auch den fertigen Hühnerstall. Müssen dann noch Zaun rundherum machen. Das wäre was, das hätte ich auch liebend gern Hühner, aber alle Hühner brauchen einen Hahn dazu und das kann in der Nachbarschaft zu Streitigkeiten führen. Ich hingegen, ich bin aufgewachsen damit, also mich stört ein Hahn nicht, aber das sehen manche Leute ein bisschen anders. Zum Beispiel mein Nachbar, der hat einen Hahn, der hat von früh morgens bis spät abends rumkrakelt und jeder hat gesagt, der nervt, aber mir irgendwie ist er gar nicht aufgefallen. Das ist, glaube ich, wirklich nur Gewöhnungssache. Wenn man Landei ist, so wie ich, kriegt man das gar nicht so mit. So, jetzt brauche ich doch noch ein paar von denen, seht ihr? Ich wusste es doch, sie gehen mir garantiert aus. Wieder zu wenig. Ich werde es nie lernen. Den Zaun werde ich dann mit dem Block machen, wo ich das meiste noch habe. Keine Ahnung, welcher das ist. Geh weg.
dich nicht hier haben. Ja, Leg mich am Arsch mit deinen So, hier auch noch alles rein. Aufgefüllt ordentlich. Ja, auch noch. Falscher Block. Auch noch. Dann legen wir die letzten Treppen. Die letzten Treppen und machen zu. So. Und der Hühnerstall im Grunde ist fertig. Müssen wir uns nur noch ausdüfteln, wie viel Zaun wir aufwenden für die ganze Sache, aber am nächsten Morgen. Tadala. Ich würde mal sagen, den Zaun machen wir mit Eichenholz. Eben mal alles raus, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen, damit ich genug Zaun habe. Und ich erkläre es euch nachher. Was mache ich da gerade? Warum haltet ihr mich nicht auf davon? Also ab davon. Das ist nicht das, was wir brauchen. So, Moment. Brauchen wir auch noch. Brauchen wir auch noch. Wir brauchen sehr viel Zaun. Ich will großes Gehege für die haben. Auch in späteren Folgen wird der Zaun jetzt wichtig sein. So. Und dann, und das ist signifikant wichtig, damit euch die Hühner nicht entfleuchen, macht euch Stufen. Weil wir werden dazwischen, so. Ach, Tore hätte ich auch gebraucht. Seht ihr? Immer mit, was geht. Aber normalerweise mehr wie zwei sollten es nicht sein. Und du kannst dich jetzt gleich mal hier vom Acker machen. Hast du was Brauchbares? Natürlich nicht. Wem hätte es gewundert? So, von hier gehen wir 1, 2, 3 nach vor und 1, 2, 3, 4, 5. Block. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Block. Damit wir auch wirklich Auslauf haben, dann setzen wir als nächstes hier einen Block. Dann wieder von hier aus gesehen 1, 2, 3, 4, 5. Block. Falsch rum. Dann wieder hier einen und dann gehen wir schon von hier aus. Hier hin. Dann noch hier hin. Ja. Und damit euch die Hühner nicht auskommen, legt ihr jetzt auf jeden dieser Blöcke eine Stufe drauf. Es ist so, ich kapiere es nicht, ja, über den Zaun, der jetzt ein bisschen niedriger ist, kommen sie nicht rüber. Über die Blöcke hier können sie aber springen, wenn keine Slab drauf liegt. Und auch bitte nichts an den Zaun anlehnen, Heuballen oder sonst irgendwelche Deko wollen, ansonsten sind sie auch weg. So.
da bis hier hin. Nochmal Block, Block, Zaun, Zaun und Tor. Perfekt. So, hier machen wir gleich auf. Kommen die dann gleich rein. Jetzt ziehen wir hier schnell zu, bevor der mit seinen Lamern da drin steht. Da, nein, er pirscht sich eh schon an. Du bist kein Gigarigi nicht. So, jetzt dürfen die Kollegen hier einziehen. Guck mal, was ich da habe. Schöne Körner nur für euch. Im Gänsemarsch, im Gänsemarsch. Mir nach. Rein ins neue Zuhause. Nein, 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 alle bitte, alle. In Reihe und Glied. Euch kriege ich auch noch. Nein! Da komm. Da komm. Auch die Fahnenflüchtigen. Da. Perfekto. Hühner sind drin. Hühnerstall steht. Und ich sage dann schon mal Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao.